kleine, agile Jungvögel. Auf diese hoffen wir heute bei der Steinkauzberingung. In einer speziellen Niströhre an diesem alten Obstbaum brütet der Steinkauz schon seit Jahren. Eulenexperte Thomas Stadtmüller vom LBV hat die Eier schon bei einem früheren Termin gesehen. Und tatsächlich, die Jungen sind geschlüpft und schon recht groß geworden. Nun werden sie gewogen. Aber erstmal muss man es schaffen, dass sie sitzen bleiben. Rund 150 Gramm bringen unsere Steinkäuzchen auf die Waage. Der Steinkauz beobachtet seine Umgebung ganz genau. Da er den Kopf so weit drehen kann, ist das für ihn besonders einfach. 3 kleine Steinkäuze finden wir in diesem Steinkauzkasten. Jeder davon wird gewogen und beringt. Anfang Mai sind die meisten Steinkäuze geschlüpft. Im Juni sind sie dann alt genug für die Beringung. Die kleine Eule ist eine Besonderheit bei uns am Untermain. Sie braucht unsere Streuobstwiesen. Die alten Obstbäume nutzt sie zur Brut, die Wiesen zur Jagd. Der Lebensraum dieser seltenen Eulenart wird aber immer kleiner. Deshalb ist sie besonders auf unseren Schutz angewiesen.